Dornröschen war ein schönes Kind, schönes Kind, schönes Kind. Dornröschen war ein. Madame, Monsieur, bonsoir. Ich, in meiner Person, Koch seiner Majestät, des königlichen Papameisterkönig unseres gnädigen Fräuleins und Prinzessiens Dornröschen, habe ich die Ehre, heute mit Ihnen hier in unserem Holzoper-Kochstudio zu kochen. Heute gibt es etwas ganz Besonderes. Unser Oberjägermeister hat keine Mühen und Kosten gescheut, um ein elegantes Tier auf den Tisch zu bekommen. Und zwar hat sich unser Theaterdirektor gewünscht, geschmorten Auerhahn. Unser Jägermeister ist natürlich treffsicher, wie er ist, hat er etwas Schönes uns erjagt. Nämlich einen Auerhahn. Nun denn, unser Theaterdirektor hat dazu das passende Rezept gefunden. Ich in meiner Person kann leider nicht sagen, dass ich jemals schon mal einen Auerhahn zubereitet habe. Also ich muss mich leider in diesem Falle an die Rezeptvorlage ein wenig halten. Vorsichtshalber habe ich schon ein paar Dinge vorbereitet, unter anderem Knoblauch. Knoblauch ist heutzutage das Wichtigste, was man beim Kochen braucht. Ja, natürlich, wie soll man sonst diese exquisite Note an Klopapier mit Nudeln heranbringen? Also, heute gibt es natürlich etwas Besonderes, nämlich geschmorten Auerhahn. Rezept für geschmorten Auerhahn. Was man mit einem erlegten Auerhahn tun? Man rupft ihm das Spiel aus, steckt es an das Jagdhüter und bammelt es an die Wand. Alles Übrige schenkt man der lieben Schwiegermama. Ach, die liebe Schwiegermama. Also geschah es auch in der Familie des Försters Strohbart. Die Schwiegermutter befühlte, beroch und beschnüffelte den Auerhahn und fragte sodann ihren Eidam, wie denn eigentlich solch Geflügel zubereitet werden möchte. Pass mal auf, Schwiegermütterchen, erklärte Förster Strohbart. Das musst du so machen. Zuerst wird der Hahn sauber gerupft und ausgenommen. Dann tust du ihn in einen irdenen Topf. Ja, ist ein altes Rezept. Ein Blechtopf wird wohl auch gehen. Tust ihn in einen irdenen Topf und übergießt ihn mit heißem Weinessig. Ja, ich habe da mal was vorbereitet. Also, der Auerhahn in den Topf. So, da steht er ganz bequem. Und dann übergießen wir ihn mit natürlich Weinessig. So. Oh. Oh. Ja. Mit heißem Weinessig.
der vorher mit schwarzem Pfeffer, das habe ich vergessen, der schwarze Pfeffer, der schwarze Pfeffer in dem heißen Weinessig. Ja, so. So. Ja. So, und dann, ja, schwarzen Pfeffer, Ingwer, schwarzen Pfeffer, Weinessig, so. So. Ja, ein bisschen doch. So. Naja, vielleicht noch ein bisschen. So. Und dann Schalotten und Nelken. Ja. Also, in einen irdenen Topf und übergieße ihn mit heißem Weinessig, das haben wir getan, der vorher mit schwarzem Pfeffer, Ingwer, Schalotten und Nelken aufgekocht worden ist. Das ist erledigt. So. Hierauf verschließt du den Topf luftdicht. Also darauf verschließt du den Topf luftdicht und vergräbst ihn an einem schattigen Plätzchen im Garten. Na, so etwa 3 Meter tief. Nach 14 Tagen holst du den Topf wieder heraus, öffnest ihn, gießt ein Glas Burgunder oder, wenn du zur Hand hast, noch besser ein Glas Sherry darüber. Das klingt gut. Ein Glas Sherry. Jawohl, hier haben wir ein Gläschen Sherry. So. Ja. Und dann? Oder wenn du zur Hand hast, etwas Sherry darüber, tust Zimt, Orangenschalen und eine Muskatnuss hinzu. Walnuss wird auch gehen. So. Lässt ihn auf kleinem Feuer 3 Stunden lang schmoren. Und wenn dann der Auerhahn eine so recht schöne braune Farbe bekommen hat, nimmst du ihn behutsam aus dem Topf und schmeißt ihn zum Fenster raus, denn zu essen ist das Luder ja doch nicht. Also, gut. Dann jagen wir eben wieder Klopapier.